So, ihr Lieben, ich habe euch ja versprochen, dass ich mal ein Video mache über meine Zeit in Hollywood, wie ich da hinkam und so ein bisschen was erzähle. Ich kann nicht 2 Jahre in ein paar Minuten packen, aber ich versuche so ein bisschen was zu erzählen, weil ich etwas Interessantes und Lustiges. Und ja, ich muss das hier anmachen, sonst geht das Licht aus. Ja, auf jeden Fall, ich bin da hingeflogen, um bei meinem Onkel zu sein, also mal so 2, 3 Wochen. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Der ist nach Amerika ausgewandert und der hat in Texas gelebt und wurde gerade geschieden zu der Zeit. Und ich habe halt gedacht, okay, besuche ihn mal, ne, guck mal, wie es ihm geht und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe ihm geschrieben an die alte Adresse, weil ich seine neue Adresse nicht gekannt habe. Und ich bin nach Los Angeles geflogen und habe dann in Culver City gewohnt, im Red Lion Hotel. Und da kommt der Anruf von meinem Onkel und der sagt, hör mal, was machst du in L.A.? Schwing deinen Arsch nach Texas, ja? Also ich in den Greyhound-Bus und dann durch 4 Staaten nach Texas gefahren. Und es war so ein richtiges Backpacker-Erlebnis. Die Wüste war klasse, ja. Ganz toll, besonders nachts mit den Sternen einwandfrei. Und dann habe ich, als ich in Texas war, habe ich gemerkt, das ist so gar nicht mein Fall. Also Texas war so Cowboy und George Bush und ich mag George Bush nicht, also egal. Auf jeden Fall, ja, das war halt nicht so ganz mein Fall. Und habe ich halt meinem Onkel gesagt, ich gehe wieder nach Los Angeles, nach Hollywood. Und hat er gesagt, du gehst nicht alleine nach Hollywood. Das sage ich dir, Madame. Ja, ich gehe mit. Und hat er da ein Geschäft aufgemacht, ja. Roofing und Painting. Und ja, und ich ist dann mit mir gegangen. Und wir haben dann gewohnt in Sycamore Avenue. Das ist halt, also hier ist Hollywood Boulevard, da beginnt der Walk of Fame. Und die nächste Querstraße ist Sycamore North, Sycamore Avenue. Wir haben dann so im alten Gebäude gewohnt, im 3. Stock, und von meinem Wohnzimmer aus konnte ich die Galaxy sehen. Das ist so ein Kino, wo die ganzen Stars immer hinkommen und so. Und ja, die nächste Querstraße war La Brea, die Parallelstraße zu Sycamore. Und dann kamen unter uns Orange und Sunset Boulevard. Und ja, ich habe da so viel Gutes auch erlebt und so viele Stars kennengelernt. Bei uns im Haus haben so viele Schauspieler gewohnt und Schriftsteller, die haben auch ihre Wäsche gewaschen wie ich, ja. Und dann haben wir uns unterhalten und dann befreundet. Und ich habe da auch natürlich Partner gehabt und die hatten natürlich Geld. Und da war immer auch Karriere ein Riesenthema. Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Karriere wichtiger ist als der Mensch, als der Partner. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ich hatte da auch gute Beziehungen mit Männern, muss ich sagen. Und meinen ersten Kuss am Strand war schön, bis der Polizist kam und uns dann da weggeschickt hat. Ja, da wurde mir schon so ein bisschen blümerant. Da habe ich gedacht, oh Gott, du bist eingesperrt, ja. Auf jeden Fall das zum Beispiel. Oder ich habe einen Regisseur kennengelernt, der hat auch ein Drehbuch geschrieben. Und dieser Mann hat mir eine Rolle angeboten. Der hat gesagt, Patricia, wenn du blond wirst, ne? Dann kriegst du die Hauptrolle. Da habe ich gesagt, okay, dann werde ich halt blond. Das ist doch egal. Und da bin ich halt auf La Brea Avenue, war dann ein Hairdresser, also ein Friseur, und der hat gesagt, er ist der Friseur der Stars, ne? Ich dachte, na gut, okay. Er hat so schön geredet, ne? Lässt ihn mal die Haare dran, nicht Vollidiot. Und der blondiert mir die Haare, also ist halt Bombshell blond, also Marilyn Monroe und was weiß ich, ja. Und hat das auch gut gemacht. Die Farbe war klasse, war wirklich klasse. Und dann fing der an zu schneiden. Und schneidet. Und schneidet. Und so hinter meinem Rücken, ne? Und ich habe gesagt, nee, irgendwie habe ich dann die Schere so gespürt, so, ich will nicht so kurz, hör auf, ja. Und der hat halt geschnippelt, nein, das wird ganz toll und ganz toll. Und ich bin da in Tränen raus, habe das Geld da auf den Tisch geschmissen. Völlig aufgelöst. Mein damaliger Freund hat dann gesagt, Patricia, ey, komm, hör auf zu heulen. Ja, ich habe nur noch geheult. Ich habe gedacht, ich muss mir eine Glatze scheren, ich kann die Rolle nicht annehmen, ich bin völlig am Arsch. Und er hat gesagt, komm, Quatsch, ich kenne doch einen Friseur und so. Sagt, na, ich kenne meine eigenen Friseure, lass mich in Ruhe. Und da habe ich dann, ich habe wirklich einen Friseur gekannt, der war gut, super die Haare geschnitten, aber der war halt an dem Tag, als ich dahin wollte, nicht da. Und naja. Dann habe ich den halt angefleht, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Die hat auch gesagt, was hast du gemacht? Ja, bist du im Kopf unter den Mähdrescher gekommen? Was hast du gemacht? Und dann sage ich, nein, lass ich bei dem und dem Friseur. Und er sagt, ja, verklag ihn, wirklich, verklag ihn. Ja, habe ich nicht gemacht, klar. Aber der hat dann also dieser nette Friseur, den ich gekannt habe, hat meine Haare gerettet, eine super tolle Frisur gemacht. Ich war mega glücklich wieder und wollte den anderen noch nicht mehr umbringen dann in dem Moment. Ja, und wie gesagt, ich habe da eine sehr schöne Zeit gehabt.
auch waren auch schlimme Erlebnisse dabei, klar, wie immer. Aber die Erfahrungen helfen mir heute beim Schreiben. Der Grund, warum ich dann diese Rolle nicht angenommen habe, diese Sitcom-Rolle, war, weil ich ein paar Wochen später vergewaltigt wurde. Und das hat mich halt sehr, sehr mitgenommen und ich konnte halt einfach mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich habe nachts nicht mehr geschlafen, nur noch Flashbacks gehabt und war eigentlich gar kein Mensch mehr. Und da habe ich gemerkt, hey, du musst nach Hause gehen. Du musst nach Hause, du kannst hier nicht bleiben. So geht es einfach nicht. Du kannst nicht selbst für dich sorgen und ich wollte auch nicht, dass ein Mann mich anfasst. Mein Freund damals, den habe ich dann abgeschossen, blödes Wort, aber mit dem habe ich Schluss gemacht, weil ich einfach nicht ertragen konnte, dass mich ein Mann anfasst. Und ich habe mich so dreckig gefühlt irgendwie. Und dann bin ich zurück nach Hause gegangen, ja. Und da war meine Zeit in Hollywood vorbei. Und oft denke ich halt immer drüber nach und denke, was wäre gewesen, wenn das nicht passiert wäre? Was hättest du vielleicht für eine Karriere gemacht, ja? Wäre schön gewesen. Vielleicht auch schlimm gewesen, weiß ich nicht, ja. Diese Chance wurde mir genommen, aber auf der anderen Seite wurde mir eine andere Chance gegeben. Ich bin jetzt Schriftstellerin und habe noch so viel vor und bin auch glücklich in meinem Leben. Bin wieder in Ordnung, Gott sei Dank. Ich habe immer noch Flashbacks ab und zu, aber es ist nicht mehr so schlimm. Und ich würde niemand wünschen, dass sie das mitmachen, was ich da mitgemacht habe. Ich vermisse Los Angeles, ich vermisse den Strand, ich vermisse das Leben dort in Südkalifornien, ich vermisse Hollywood. Ja, ich kann halt, natürlich kann ich wieder zurückgehen, klar. Aber ich habe immer noch Angst. Also es war viel Angst dabei, ganz ehrlich. Und ich will das halt nie mehr erleben, was ich erlebt habe. Obwohl das mir auch hier passieren könnte. Das kann dir überall passieren. Trotzdem war es eine schöne Zeit und ich denke gern daran zurück. Und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder dort sein werde in Hollywood. Und ich werde euch auch mehr erzählen. Ja, das waren mal so ein paar kleine Geschichten. Lustig und auch traurig wahrscheinlich. Ja, für euch und für mich sehr emotional mitnehmend, ja. Aber wie gesagt, ich werde weitere Videos machen und euch darüber erzählen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und passt auf euch auf.